Hi Leute! Leute, herzlich willkommen zurück zum Witchler. Wir sind immer noch mit Geralt und den Frauen und wir suchen immer noch die große Liebe von Geralt. Es ist ein bisschen kompliziert geworden. Wir haben nicht mehr allzu viele Frauen im Rennen. Wir haben das letzte Mal mit einer Nacht der Rosen aufgehört, beziehungsweise mit einem Sonntag der Rosen. Es war, glaube ich, Sonntagmittag und wir haben eine Dame rausgeworfen. Jetzt sind noch 4 Frauen am Start. Und heute ist der Plan, 2 Dates zu machen. Wir wollen tagsüber mit den Magierinnen was machen und nachts mit den Vampirinnen. Heute soll am Ende des Parts sollen 2 Damen ausscheiden, sodass wir nächste Woche das Finale mit Geralt und dem Witchler spielen können. Und dann werden es die Dream Dates und die Frau seiner Träume sein. So der Plan. Wer weiß, was uns alles dazwischen kommt. Es kommt eh immer alles anders, als wir denken. Deswegen, let's go. Und Geralt, er ist sympathisch traurig. Geteiltes Leid. Er ist sympathisch traurig für Charlie. Also, Charlie ist traurig, weil sie traurig ist. Und sie ist traurig, weil Geralt traurig ist. Weil Geralt traurig ist, weil Charlie traurig ist. What? Ach herrje, da stehen wir nun. Können wir uns ganz ehrlich die Frage stellen, inwiefern Charlie und er als Paar denn wirklich gut harmonieren würden, wenn sie einander ständig Trauer zurückspielen und wie so ein Ping-Pong. Ich bin traurig, du bist traurig, ich bin traurig, weil du traurig bist und so. Dann haben wir in der Liebesleiste sehr weit oben, gerade die Spitzenreiterin ist Estelle. Als nächstes an der Reihe ist Nadja, was die Liebesleiste betrifft. So, und dann haben wir noch Monika. Sie ist eine der bösesten Vampirinnen. Ich finde dieses Outfit heiß. Sie hat schon wieder Durst. Sie hat einen totalen Hass auf Nadja. Die beiden Vampirinnen können sich wirklich nicht ab. Die haben sich bekämpft, die haben die Kräfte gemessen. Die eine hat die andere mesmerisiert. Die mögen sich einfach nicht. So viel zu den Damen. Eine Vampirin und eine Magierin stehen hoch im Kurs. Es ist jetzt Sonntag, 13.35 Uhr. Und da es tags ist, packe ich jetzt Geralt ein und die Magierinnen. Ja, so ein Strand vielleicht. Charlie und Estelle, nur die Magierin, weil die Vampirin gehen soll so puff in Luft auf. Wir kommen an und unsere traurige Charlie, das Erste, was sie denkt, ist, ich muss pinkeln. Toll, jetzt bin ich hier auf einem Gelände und doch, hier ist ein Klo. Na Gott sei Dank, Charlie, hast du ein Glück, dass hier direkt ein Klo verbaut ist. Also, dann geh doch du mal auf Toilette und solange hätte aber Estelle, bin ich ehrlich, Zeit, eine Sandskulptur mit Geralt zu bauen. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, ich kann die mir gar nicht vorstellen. Geralt von Riva beim Sandskulptur bauen. Also es ist zwar Winter, aber in Sulani ist es warm und sonnig. Darum könnte ich mir die beiden jetzt auch ganz gut im Strandoutfit vorstellen. Geralt, woohoo. Hau raus, solange Charlie jetzt nicht da ist, kannst du zeigen, was du hast. Was machst du? Charlie hat sich entschieden, lieber mit Caleb Sandburg zu bauen. Püh. So, Estelle, versuch's doch mal. Frag doch mal nach dem Liebesleben. Oh, ja, oh, wie sie sich freuen über ihren Berg. Was auch immer das ist. Oder nee, ein Fisch soll es sein. Achso. Oder eine Echse oder sowas. Sie ist kokett. Sie ist gut gelaunt. Sie spricht schon über Kinder. Jetzt muss sie auch pinkeln. Ich schick sie mal. Charlie, go. Kannst sie mal umarmen gehen? Schnell, solange Estelle pinkeln ist. Charlie, lauf. Mit der Einstellung wird das nichts, Girl. Komm schon, reiß dich zusammen. Ja, sehr gut. So, Estelle grillt mal was. Finde ich auch sehr gut. Über Fitnesstechniken reden. Du kannst doch keinen Mann rumbringen, wenn du die ganze Zeit so eine Schnute ziehst. Jetzt haben sich die Mädels hier hingesetzt. Quatschen mit Morgan. Und Geralt ist hoffentlich schwimmen gegangen. Ja, verstehe ich. Sie können das Boot nehmen? Geht das? Können die das zu zweit machen? Cool oder auf sowas chillen? Ich habe jetzt mal Estelle gebeten. Ach, Charlie schwimmt auch. Charlie, dann knall dich mal da drauf. Wartest du nicht auf sie? Geralt, das ist nicht nett. Geralt. Jetzt ist er ohne Witz ohne sie weggefahren. Geralt, komm zurück. Sie schwimmt ihm immer noch hinterher. So, Geralt, jetzt wart halt kurz. Nee? Du bist auch echt assi, Geralt. Bleib stehen jetzt. Danke. Jetzt wart kurz. Ach, schade. Da hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Dann geh da mal zu Charlie. Über Missgeschicke bei Tränken reden. Eine fesselnde Geschichte erzählen. Sie ist ja jetzt eingepennt. Ich hab gedacht, Faulenzen ist ein bisschen was Cooleres, aber sie pennt einfach im Sitzen. Ist ganz schön voll hier an dem Strand. Alles besetzt jetzt hier. Und, redet ihr auch, oder? Ich wünschte, Charlie würde sich ein bisschen mehr zusammenreißen. Ein bisschen mehr. Aber sie ist dauernd traurig. Es gibt keinen Grund für sie, die ganze Zeit so traurig zu sein. Über den Weltfrieden reden. Okay, sie pennt. Jetzt kannst du mal kurz flirten. Versuch's. Flirten. Mach, bevor sie aufwacht. Ich muss immer im Blick behalten, ob sie nicht vom Boot aus losschwimmt. Warst du schon? Hör doch nicht auf.
Hör doch nicht auf. Charlie, komm, bemühe dich. Jetzt ist sie wenigstens glücklich. Gute Schwingungen. Gutes ims Lieben ist, positiven Gefühle anderer zu suhlen. Ja, jetzt wird sie glücklicher. Aber sie braucht nur ein bisschen Aufmerksamkeit von Geralt und schon läuft es. Tiefgründige Unterhaltung und jetzt... Oh, sie kann es ja mal versuchen, ihn sanft zu küssen. Okay, Estelle schläft noch. Das war's? Ich dachte, sie kriegt einen Kuss auf den Mund. Naja, okay. Es wird schon, es wird schon. Aber es steigt nicht mehr so schnell wie am Anfang. Jetzt ist Geralt wütend. Oh nein, Estelle kommt. Dann schicke ich jetzt mal auf dem Kanu faulenzen, damit sie schläft. Oh, Geralt hat manchmal so Anfälle, weil er launenhaft ist. Und sie kommt von dem Kanu runter und so. Na, alles klar. Wie geht's? Sie spricht jetzt mal mit ihm über die wütende Stimmung. Warum bist du denn jetzt so sauer? Ich habe dich doch nur mal kurz 2 Stunden mit Charlie allein gelassen. Jetzt bist du irgendwie angepisst. Was ist passiert? Jetzt wird es langsam dunkel. Oh, sie spricht über den Tod. Ja, es ist eine tiefgründige Unterhaltung. Es wird ein tiefes Gespräch. Aber er ist immer noch wütend. Das ist seine Hitzköpfigkeit. Es passt aber zu Geralt. Es passt zu ihm, das Merkmal. Jetzt geht er wütend was essen. Dann macht es. Komm, Estelle, setz dich wenigstens zu ihm. Und Charlie schläft noch. Was hat sie denn da Cooles gekocht? Hähnchen Chimichurri. Komm, Estelle darf auch einmal romantisch flirten. Charlie pennt noch. Schauen wir mal, ob er es zulässt, wenn er doch so sauer ist. Oh weia, da kommt er angestopft. Also Estelle ist auf alle Fälle gefragt, würde ich sagen. So, sie fragt nach einer Rose. Er kniet sich einfach daneben. Also sie thematisiert, dass sie weiß, dass sie eine Rose möchte oder eine Rose braucht. Aber er kriegt seine Hitzköpfigkeit gerade nicht unter Kontrolle. Ui, okay, seht ihr, jetzt wünscht er sich mit Charlie rumschmusen und Charlie kennenlernen. Okay, dann würde ich sagen, geht dieses Magierinnen-Doppeldate jetzt in ein Einzeldate rüber in die Bar, aber nur mit Charlie, weil er sich das jetzt gewünscht hat. Okay, Charlie, ja, das ist meine Körperhaltung, die ich gut finde. Sie ist jetzt selbstsicher. Hervorragend. Bitte sei nicht so schnell wieder angefressen. Tu es für dich, tu es für Geralt und besonders für uns. Er nimmt einen Coquito und sie ihr Lieblingsgetränk. Jetzt Caleb, der war vorher noch bei uns am Strand. Jetzt ist er Mixer. Na gut, als Vampir eignet es sich, nachts zu arbeiten, nicht wahr? Oh, sie trinkt gerne Rotwein, das steht ihr. Oh, Geralt geht erstmal pinkeln. Wütend pinkeln. Ein ärgerliches Häuflein machen. Charlie gönnt sich währenddessen ihren Wein auf Ex. Sauber. Okay, Geralt, du kriegst jetzt auch mal kurz Party-Outfit. Wow, ihr schaut fantastisch zusammen aus. Geralt, hast du dein Coquito schon getrunken? Nein? Mach das mal. So, Geralt, du hattest Wünsche. Mach das mal. Er wollte doch mit ihr rumknutschen. Wir starten vielleicht mal mit Küssen. Das eine ergibt vielleicht das andere. Okay, ich setze euch raus auf die Bank. Zusammen hier hinsetzen. Ich wünschte, ihr würdet einmal das tun, was ich euch sage. Oh. Oh, okay. Boah, ich sag schon nichts. Und er will immer noch rumschmusen und sie näher kennenlernen. Ich versuche das jetzt noch im Sitzen. Da geht nämlich auch so einiges. Leute, ich sehe kein Rumschmusen. Ich mach mal kitzeln. Und kennenlernen will er sie doch auch, oder? Das können wir vielleicht auch noch machen. Oh nein, sie stinkt. Oh. Oh, es sieht ein bisschen eklig aus mit der grünen. Oh, Charlie, wie konnte das passieren? Oh, das ist ein bisschen peinlich jetzt. Ah, jetzt haben wir nichts, um sie duschen zu lassen. Eins hat er sich erfüllt. Oh, Händchen wird Händchen halten. Ulala. Das ist ja süß. Und sie ist schon wieder traurig. Was? Was ist denn jetzt passiert? Warum ist er wütend und sie traurig? Fehlender Teil. Wegen Lebensstil, enger Zusammenhalt. Charlie hat einen Freund verloren und es fühlt sich an, als wäre dabei auch ein Stück von ihr verloren gegangen. Welcher Freund ist denn verloren gegangen, Charlie? 7 Stunden traurig. Hey, das Date endet einfach genau so, wie es angefangen hat. Er wütend, sie traurig. Die beiden können sich, wenn sie einander Aufmerksamkeit schenken, eine Weile lang damit ablenken, also von diesen Gefühlen ablenken, aber nicht lange. Es geht nur für eine gewisse Zeit lang gut und dann sind sie wieder jeder in seinem Trott. Er ist wütend, sie ist traurig. Deswegen, das Einzeldate ist an dieser Stelle beendet. So, und back in the traurige Charlie. Und Estelle denkt sich nur, sie stinkt. Geralt, eigentlich, bin ich ehrlich, jetzt ist das Date mit den Vampirinnen. Und die sind beide fit. Deswegen, ich pushe jetzt mal Geralt hoch, damit er uns das aushält. Dann kriegt er ein Outfit angezogen. Und dann geht's mit den Vampirinnen los. Weil die müssen ja im Dunkeln sein. Und da gehen wir natürlich ins Forgotten Hollow. Und diesmal in die Party-Disco in Strahd Nightclub. Vladislaus Dizze. Wenn das mal nix ist, hä? Nice, oder? Hier waren wir noch nicht. Es ist 1 Uhr morgens.
Perfekte Zeit. Schauen wir mal, ob überhaupt wer kommt oder ob die den Schuppen hier gleich dicht machen. Wir starten am besten gleich ein bisschen abseits, gehen mit Monika hier hingehen. Und Nadja darf so lange ein Getränk bestellen, in der Hoffnung, dass sie ihren Durst unter Kontrolle kriegt. Cool gemacht eigentlich. Die ist ja auch immer überall, oder? Oh, sie findet die Musik richtig schlecht. Jetzt macht er mal das Fass voll Saft. Jawohl. Sie, was ist mit ihr? Nagende Verbitterung. Ach Gott, sie ist gefrustet, weil Nadja mit dabei ist. Oh, ich habe Angst zu flirten. Sie sitzt da unten. Ich glaube, dass sie das dann mitbekommen würde. Interessant, dass hier die Geisterparty machen. Ich lasse sie hier mal kurz einen Schneemann bauen, damit sie es nicht checkt, wenn er jetzt mit ihr flirtet. Weil ich will den Liebesfortschritt zwischen den beiden nicht unbedingt gefährden, wenn es nicht sein muss. Er war doch mit Monika schon mal beim Tanzen. Ersten Kuss erleben. Okay, sie ist noch beim Schneemann bauen. Sehr gut. Monika, da kommt sie. Monika incoming. Auf der Dancefloor. Miese Zeit wegen der Vorliebe von Monika. Sims, die längere Zeit Dingen ausgesetzt werden, die sie nicht mögen, werden mit der Zeit verrückt. Versuche stattdessen, sie mit Dingen zu umgeben, die sie mögen. Ach, weil sie die Musik so blöd findet. Ja, dann habt ihr Pech gehabt, dass ihr es nicht leiden könnt. Monika, geht da noch was? Hier geht's halt echt schlecht. Sie ist richtig fies drauf. Sie ist verbittert, weil Nadja in der Nähe ist. Sie hat Durst. Sie braucht dringend jemanden zum Aussaugen. Sie ist zum Glück noch am Schneemann bauen. Oh, er hasst die Musik auch. Das macht's jetzt nicht besser, dass die beiden... Minusliebe? Warum? Warum haben sie jetzt Minusliebe gehabt? Habe ich es nicht gesehen. Und Nadja sitzt hier am Tresen. Nadja, ich habe nicht mitbekommen, dass du zurückgekommen bist. Wie schaut's aus? Hast du Liebesleiste eingebüßt oder geht's klar? Ja, ein bisschen, oder? Die braucht dringend mal wieder einen Plasmabeutel, sonst wird sie hier wütend. Und bei Monika sieht's auch ganz bitter aus. Oh, Moment, wer bist denn du? Hallo, ich bin die Monika. Ich bräuchte mal kurz einen Snack. Stört keinen, oder? Ach, sie schon. Oh, Clara wird's direkt schlecht. Okay, Monika ist auch satt. Sie braucht nochmal einen Plasmabeutel. Die bringen echt nicht viel. Er will jemanden küssen. Ja, aber wen? Er hatte gerade Nadja im Sinn. Er wollte mit ihr einen Fassstand machen. Er plaudert auch gerade mit Nadja. Schau, er denkt sich jetzt, okay, er will mit Nadja oben was machen. Diesen Fassstand, also Trichter saufen, hätten wir gesagt. Okay, das hat er sich jetzt selbst ausgesucht quasi. Was ich cool finde, es ist jetzt schon fast 7 Uhr morgens. Müssen aufpassen, wenn es hell wird. Weil eigentlich hätten die beiden ja jetzt auch noch ein Anrecht auf ein bisschen Zweisamkeit. Ach, ich schicke einfach Monika nach Hause. Weißt du. Sie hält ihn? Ich habe jetzt gedacht, er hebt sie aufs Fass. Aber wenn du eine Vampirin hast, die ist natürlich unfassbar stark, dann kann die dich auch aufs Fass heben. Also, ich habe Monika jetzt mal heimgeschickt. Gerald geht kurz pinkeln. Und dann würde ich sagen... Lassen wir die beiden mal kurz zusammen hier hinsetzen. Nadja, sie kann rumschmusen. Komisch. Er will sofort wieder einen Fassstand mit dir machen. Hast du Bock, nochmal einen Fassstand zu machen? Und sie, klar. Techtelmechtel? Wo denn? Wo geht ihr Techtelmechteln? Wo gehen die jetzt hin? Das würde mich jetzt kurz interessieren, wo die hingehen. Ich habe da jetzt mal gerade keinen Spot gesehen, wo man techteln könnte. Da ist noch ein Keller. Ui. Oha. Oha. Na dann. Das habe ich nicht erwartet, dass hier unten Betten stehen. Holla die Waldfee. Was denken Sie? Erstes Techtelmechtel. Das erste Mal unter der Decke mit einem neuen Sim ist immer ein erinnerungswürdiges Erlebnis. Nun ja, und jetzt geht Gerald sich ein Vanilletörtchen, ein klassisches Vanilletörtchen zubereiten. Das macht man so. Es ist jetzt 10 Uhr morgens inzwischen. Und Gerald macht sich ein Vanilletörtchen. Kann man mal machen. Also Bed and Breakfast ist es hier. Wir sind einfach über Nacht geblieben und sie danced sich mal fresh. Guter Zeitpunkt, um heimzufahren, hätte ich gesagt. Alle happy, Gerald leicht müde. Zünden Sie erstmal einen Kaffee rein, hätte ich gesagt. 20.48 Uhr. Ihr wisst, was das bedeutet. Es ist Zeit für eine Nacht der Rosen. Gerald und die Liebe. So, wir starten mit Charlie. Energiegeladen und selbstbewusst kommt Charlie rein. Denkt sich, was? Heute ist Nacht der Rosen? Gerald sagt ihr,
Charlie, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber seit heute fühle ich mich wahnsinnig zu dir hingezogen. Ich weiß nicht, was du mit mir gemacht hast, aber ich habe mich komplett in dich verliebt. Ich würde mir wünschen, dass du noch bleibst. Ja, geh! Oh, er hat dir eine autonome Rose gegeben! Mega! Das war meant to be, Leute. Meant to be. Anders kann ich es nicht sagen. Und wir warten auf die nächste Kandidatin, die sich der Nacht der Rosen stellt. Nadja. Nadja stellt sich zu Geralt. Ja, ich sag's euch, Leute, es tut mir ein bisschen im Herzen weh. Und er sagt, Nadja, ich glaube, es ist besser, wenn du gehst. Die hat sich aber schnell umgedreht und ist gegangen. Es hat einfach nicht sollen sein. Geralt denkt sich, er kann sich das nicht vorstellen. Vielleicht hängt es mit dem Vampirismus zusammen. Es ist besser, wenn Nadja geht. Wir warten auf die nächste Dame. Und hier kommt Monika. Und zu Monika sagt er, also, ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon immer echt anstrengend mit dir und es war ein Auf und Ab. Aber als ich gesehen habe, dass du Leute an öffentlichen Plätzen auslutschst, das geht zu weit. Monika, es wäre besser, wenn du das Format verlässt. Geralt wartet auf die letzte Kandidatin. Da kommt Estelle. Und zu Estelle sagt er, ich glaube, wir haben einen richtig guten Draht zueinander. Estelle, ich würde mich sehr freuen, wenn du noch bis zur letzten Rose bleiben würdest. Ich habe noch eine letzte Rose zu vergeben und ich würde gerne mit dir mein Dream Date verbringen. Wir haben eine enge Bindung und es ist alles immer sehr schön mit dir. So, und da bekommt die zweite Kandidatin für heute, die bleiben darf, noch ihren letzten Kuss. Und wer auch immer diese eine Stimme an Nadja vergeben hat, hat es über das Schicksal entschieden. Damit war Nadja raus. Haarscharf, aber so waren die Regeln. Und deswegen beenden wir an dieser Stelle diesen Part von Geralt, der Witchler. Geralt sucht die Liebe. Es sind noch zwei Damen im Rennen. Wir haben noch Estelle und Charlie, die beiden Magierinnen, die noch übrig sind. Und Geralt steht mit beiden verdammt gut in der Liebesleiste. Also das wird alles andere als leicht. So ist das. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Genau.